Glaubst du? Die Polizei hat nur gesagt, dass die Beschreibung von Silke auf die Leiche passt. Und wo hat man sie gefunden? Im Stadtwald. Aufgehängt an einen Baum. Aber in der Zeitung steht, dass man gar nicht weiß, wer die Tote ist. Haben die Silkes Ausweis gefunden? Nein, aber du weißt doch, dass ich sie als vermisst gemeldet habe. Und schließlich bin ich immer noch ihr Ehemann. Ich fahre dann jetzt mal. Ich komme mit. Nein, bleib besser hier. Nein, ich will mit. Was suchst du denn? Die Autoschlüssel. Wir schaffen das. Hallo, Charlie. Cécile, Schätzchen. Wo treibst du dich denn gerade rum? Ich habe schon versucht, dich auf dem Festnetz zu erreichen. Macht ihr beiden Hübschen gerade eine LAN-Partie? Erzähle ich dir später, was gibt's denn? Ach, eigentlich nichts Besonderes. Bis auf die Tatsache, dass ich in der nächsten Woche eine qualifizierte Kraft für das Bistro brauche. Hast du eine Idee? Kann ich dich später zurückrufen? Das ist gerade schlecht. Oh ja, ja, ich wollte dich nicht stören. Dann bis nachher und amüsiert euch gut. Ciao. Ciao. Oh, diese Warterei. Hoffentlich warten wir umsonst. Ja, hoffentlich. Wenn sie es wirklich ist? Ich darf überhaupt nicht daran denken. Es war Silke, die ich gestern auf der Straße gesehen habe. Bestimmt. Aber die Tote haben sie nun mal heute gefunden und nicht gestern. Das heißt doch nichts. Und wenn sie ihre Drohung doch wahrgemacht hat? Das glaube ich nicht. Wir werden es ja gleich sehen. Wissen Sie schon was über den genauen Todeszeitpunkt? Exakt auf die Minute noch nicht, Herr Kollege. Ich gehe aber davon aus, dass der Tod in den frühen Morgenstunden eingetreten ist. Als die Polizei die Leiche vom Baum geschnitten hat, war die Leichenstarre noch nicht eingetreten. Was mich allerdings an der Sache wundert, naja. Auch dieses Rätsel werde ich lösen. Ja, was denn für ein Rätsel? Laut meiner Statistik greifen 8 von 10 Frauen zu Schlaftabletten. Der Rest hantiert mit irgendwelchen scharfen Gegenständen herum. Die Pulsadern, ja? Ins Wasser geht heute kaum noch eine Frau. Ganz zu schweigen vom Erhängen. Bislang eine Domäne der Männer. Sind Sie bereit? Wieder? Mhm. Na, dann mache ich mich mal wieder an meine Arbeit. Schönen Tag noch. Danke. War das Silke? Nein. Aber wirklich beruhigt bist du nicht, ne? Wie soll ich das auch sein? Diesmal war es nicht, aber was ist beim nächsten Mal? Du wirst es dann zur Ruhe kommen, wenn sie wieder auftaucht. Wenn sie sich wirklich was antut? Ist alles meine Schuld. Komm, wir fahren nach Hause. Ah. Schon was Neues von Silke gehört? Wir waren in der Gerichtsmedizin. Aber das war doch nicht.
Nein, zum Glück nicht. Ja, wer weiß, wo Silke sich jetzt herumtreibt. Eins kann ich dir sagen, wenn ich das wüsste, würde es mir auch entschieden besser gehen. Kann ich verstehen. Aber Kopf hoch. Die will euch bestimmt nur schmoren lassen. Wenn es nur das wäre. Hör zu, kannst du mir einen Gefallen tun? Sicher. Lass das Thema Silke vor Cecile erstmal aus, okay? Klar. Wo ist sie überhaupt? Er hat sich hingelegt, ihr geht's nicht gut. Pathologie und so. Na, ich geh mal duschen. Lass sie nicht hängen. Na? Hey, ich dachte, du schläfst noch. Hm. Will nicht mehr schlafen. Denkst du nicht, es wäre besser? Mir geht's soweit ganz gut. Und dieses alleine rumliegen macht keinen Spaß. Außerdem muss ich die ganze Zeit an Silke denken. Ja, das geht mir genauso. Hi, Cecile. Hi, ist ganz schön was los in den Zeiten. Ich weiß nicht, wo wir alle herkommen. Wenn du willst, mach ich die Theke. Oh, das wäre super. Was brauchst du denn? Du könntest schon mal die Gläser spülen. Mhm. Danke. Mach ich. Ich bin mir übrigens immer noch sicher, dass es Silke war, die ich gestern auf der Straße gesehen habe. Ja, die Hoffnung möchte ich auch nicht aufgeben.